Hey, Bro, how are you? Better? Der Chris hat sich hat sich die Mandel in Deutschland rausoperieren lassen. With Eis, ne? Tonsil, also die Mandel mit Eis entfernen lassen, weil als erwachsene Person. Schön hier reingefahren. Wieder mal sehr, sehr ordentlich parkiert hier. Reingescannt. Oder geparkt, sagen ja die Deutschen. Und Bro, ich habe gehört. Ich habe ja gehört, dass Profuel. Kooperation habt. Ich habe gehört, dass Profuel nicht mehr so Freude hat, dass wir nur noch einmal pro Woche den Tunnelblick konsumieren. Ja, muss man natürlich ganz klar sehen, Leute. Wir haben natürlich einen Sponsoring jetzt auch gekriegt von Starbucks, oder? Vielen Dank, Starbucks. Nicht. Also hey, wenn es Leute da draußen gibt, die Kontakte zu Starbucks haben, habe ich auch schon probiert, bei uns melden. Ja, wir müssen es probieren. Bis jetzt haben sich nur so Fake-Accounts gemeldet auf YouTube, so. Ja, meldet euch mal, ich arbeite für Starbucks auf YouTube, weißt du so. Also wenn jemand mir den Kontakt organisieren kann, zu Starbucks, ich gebe 30% Provision ab. Also das heißt, wenn du jeden Tag ein gratis Cold Brew bekommst, dann gibt's. Ein Sponsoring von 1000 Euro im Monat, gebe ich 300 Euro ab, jeden Monat. Wenn man natürlich auch so ein Sponsoring hinbekommt, ja, das ist nicht ganz einfach. 1000 Euro ist nicht gerade wenig, Bro. Nicht wenig, ja. Ist nicht gerade wenig. Ja, das ist eine Challenge. Das ist eine Challenge, oder? Parking Skills over 9000. Bro, zieh dir mal diesen Das ist ein rein. Ganz großer Das muss ich jetzt snappen, Mann. Das muss ich jetzt snappen. Leute, Mann, hier, das ist der größte ever, Mann. 30er Zone, hier 30er Zone, hier fährt man immer 50. Und wenn der blitzt mit 50, habt ihr den Lappen weg. Ein richtiger Ein ganz großer. Hey Bro, bist du dünn geworden? Bro, Mann. Das ist immer so entmutigend, wenn du die Kommentare auf Facebook liest. So Instagram sind alle Leute lieb. Und auf Facebook nehmen sie dich als den Namen. Ja, ich muss jetzt schon 10 Kilo Zusatzgewicht nehmen, damit ich noch was wiege. Aber ich glaube, hier ist auch das Licht ein bisschen besser. Ich mache das Posing immer im flach am Morgen früh in diesem fiesen Licht. Ja, Bro, dann zeig mal. Zieh mal dein ist Shirt richtig, aus. Ist richtig schlecht, ne? Zieh mal dein Shirt aus. Posing Update. Ist nicht gut hier. Ist okay. Hier ist besser. Komm auf diese Seite. Meinst du? Zeig mal Rücken. Ja, Rücken ist sehr gut gekommen. Rücken ist sehr gut gekommen. Ist noch mal was gegangen. Trizeps. Hä? Trizeps. Ja. Ist doch mal was gegangen. Also noch nicht skinny. Nein, noch nicht skinny. Auf jeden Fall nicht. Alright, Bro. Thanks. Bro, suchst du das anabole Licht? Hier ist es. Wenn es irgendwo ist in diesem Studio, dann ist es hier. So, zeig mal, was ist gegangen bei dir? Das will ich ein paar Wains sehen. Will ich ein paar Wains sehen hier. Ja, die Veins kommen wieder. Patrick ist wieder der Alte. Das Gesicht wird wieder quadratisch.
Beziehungsweise es ist nicht mehr quadratisch, es ist wieder rechteckig. Das ist wieder. Ja, schön. Ja, die Gains kommen. Dürfen die Leute ein kurzes Sneak Peek von deinem Bauch sehen? Sneak Peek. Von meinem Bauch. Ich denke, das sieht hier besser aus als in dem anderen Licht. Ja, schau mal. Die Abs kommen auch wieder langsam. Die kommen sogar richtig gut, Bro. Sehr nice. Yeah. Ja, langsam kommt die. Wir haben es hart durchgezogen heute, Mann. War ein harter Hustle Day. Das war wirklich ein harter Tag bei mir, Mann. Ich merke das richtig gut. Gut durchgepumpt. Das ist immer das Schöne. Am Abend ist der Pump noch ein bisschen dankbarer, habe ich das Gefühl. Am Abend? Ja, das stimmt, ja. Immer nach nüchternem Morgen. Yes. Aber gut, weißt du, ein bisschen nachsehen. Die Pump-Metrics macht schon viel aus. Ja. Wir sagen, jetzt gibt es eine dicke, fette Mütze Schlaf, vorher noch gut zu essen. Ich habe noch 2000 Kerls auf, du glaube ich, 1005. Und morgen geht es weiter im Programm, Österreich. Wien. Morgen ist Wien, ja. Warst du schon mal in Wien? Ich bin noch nie in Wien gewesen, Leute. Ich auch nicht. Aber ihr werdet dabei sein. Aha. Bis morgen. Bis morgen. That face after 4 hours of sleep. Das ist lustig, weil ich habe auch nicht viel länger geschlafen. Ich bin heute schon um 7 Uhr wach und bin war 3:30 im Bett. Mm. Konnte auch nicht gerade einschlafen. Aber irgendwie bin ich heute erstaunlicherweise jetzt in diesem jetzt Moment gerade noch fit. Ja, ja. Wahrscheinlich bin ich dann richtig am Arsch am Abend. Es ist komisch, ab und zu schlafe ich 7 Stunden, aber bin am Arsch. Und ab und zu, wie gesagt, wie jetzt, 3 Stunden, 4 Stunden, ich bin top fit am Morgen. Ja, ich merke es in meinem Training, wie lange ich geschlafen habe. Wenn ich 3-4 Stunden geschlafen habe, dann rufe ich einfach nie dieselbe Leistung ab, wie wenn es 7-8 waren. Wobei ich auch sagen muss, dass ich, seit ich jetzt auf Diät bin, weniger Schlaf brauche. Mhm. Das habe ich auch festgestellt. Als im Aufbau. Das habe ich auch festgestellt, ja. Und ich schließe das ganz klar auch auf darauf zurück, dass wir halt jetzt auch viel weniger essen und der Körper auch weniger verdauen muss und das wiederum, ja, braucht halt einfach weniger Schlaf in dieser Zeit, besonders weil wir ja auch noch fasten. Also ich denke, das macht schon was aus. Ja. Sind jetzt unterwegs ins Schweizer Lager, um nochmal Goodies zu unterschreiben für euch und dann kündigen wir das Ganze dann auf Snapchat an. Oh. So, wir sind da. Wir haben es gefunden. War nicht ganz einfach, es ist ein bisschen abgelegen. Hallo. Hallo. So, wir sind jetzt im Lager am Start hier und schaut mal, es gibt immer noch ein paar Sachen von der alten Kollektion. Oldschool-Logo. Oldschool-Shit. Und hier habt ihr 60% Rabatt auf alles, weil das raus muss. Hier haben wir die neuen Sachen, die neuen Geschichten hier im Schweizer Lager. Mein Lieblings-Windbreaker. Also Bro, ich muss etwas sagen, Mann, das Schweizer Lager, das hat schon Stil hier. Check's mal ab, also, Büroräumlichkeiten. Also nicht geil, Schmin, das war so abgefuckt und es hatte noch ein paar hier am Lager und jetzt habe ich mir gerade 2 gechibert. Ich habe hier immer noch den Tunnelblick am Start. Ich soll jetzt unterschreiben, ich mach. Bei dem guckt man immer in die Augen, wenn man ein Foto macht. Sehr schön, Bro. Ich verliere gerade hart ein Snap-Battle gegen dich, Mann. Mal schauen. Ich verliere es gerade hart. Wer weiß. Wir werden es auflösen auf Snapchat, wer das Battle gewinnt, ja. Das Unterschriften-Battle. Geht auf Nummer sicher und abonniert uns auf Snapchat, Leute. So, wir sind noch nicht weit, Bro. Mm. Die Beer Games kommen wieder, Bro. Wir müssen wieder rasieren. Ja. Oder? Ja. Sonst werden wir nicht ernst genommen hier. Übrigens der Pro Bro Security vom Lager. Haben wir natürlich auch gucken, dass die breiten Leute bei uns arbeiten, das ist richtig. Nein. Smoothie am Fleek, 50 schöne Gramm Proteine. Die einen trinken Smoothies und die anderen Cold Brews. Protein Shakes, weil ich will heute, wenn ich schon in Wien bin, meine Proteins noch ein bisschen sparen und vielleicht noch was Kleines im Restaurant essen. Was hast du da drin? Protein. Plantain, Reis und Erbsen. Und
Mineralwasser mit Kohlensäure. Oh. Welcome to Vienna. Ja, die BCAAs, Leute, sind bei uns nicht nur für den Muskelschutz gut, sondern auch ja, einfach als süßes Etwas im Mund. Also bevor ich mir für 2 Euro eine Cola hole, eine Cola Zero, ziehe ich mir lieber ein paar BCAAs rein. Favoriten, probiert mal, also wenn ihr den Pfirsich noch nicht probiert habt, Pfirsich. Schmeckt wie Eistee, also wie gelippten Eistee eigentlich, ja, sag ich ja. Auch Leute. Ich bin für Green Apple und was auch geil ist, ist Green Apple mit Cherry Infusion, das ist der Überficker. Übrigens, hier gibt es ein kleines Meal, ich habe jetzt gefasst bis jetzt und es sind jetzt hier 150 Gramm Reis, Kidneybohnen und Erbsen mit Sriracha und ordentlich Flavor King. Endlich wieder an Lager, der verdammte Flav King. Bro, ich hoffe, du hast noch Flav King für Amerika, weil ich habe den roten nicht mehr. Und ich kann ohne den roten nicht leben. Hab den roten noch halb hast voll, halb voll. Muss der Matze von Flav King uns den auf jeden Fall zuschicken. Das sind mit Abstand die kranksten Gewürze. Also, wenn ihr Flav King noch nicht kennt, Leute, dann checkt's ab und sagt mir, was euer Favorit ist. Ich war lange auf grün, aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, presse ich mir die Knoblauchzehe lieber frisch rein. Und nehme dafür den roten und dafür extra viel, damit es richtig scharf wird. Allgemein esse ich in der Diät um einiges schärfer. Oh, Bro, das ist meine Rettung. So, wie es für Fitness-Hipsters üblich ist, Leute, benutzen wir hier nicht die Taxis, sondern haben uns hier jemanden hingeubert. Servus, Uber, sagt man hier. Uber ist in Österreich nicht verboten, nicht so wie in Deutschland. Hä? Also hier kann man Uber benutzen. Super. Da ist schon der erste Support hier in Österreich. Ja, Österreich, sorry, Support ist gut, direkt aus dem Hotel gekommen hier. Servus. Servus. Ihr seid die Geisten, das ist ein Wahnsinn. Danke. Danke, Mann, danke. Schön, euch zu sehen, wirklich. Danke, freut mich sehr. Können wir machen? Ja. Auf jeden Fall, Mann. Das ist Dedication. Das ist verdammte Dedication. Für eine Nacht, für einen Tag nimmt der verfickte Bro seine Waage mit. Ich konnte mich heute Morgen nicht wiegen, Bro. Wir haben gestern erst um Mitternacht gegessen. Das heißt, aha, ich will morgen wenigstens ein einigermaßen akkurates Weigh-in. Hast du Dinge-Karte? Hotelkarte? Das ist ja da. Das erste, was man immer macht im Hotelzimmer: Licht checken. Have Nanny Light Check. Ja, das ist gutes Licht. Ja, it's half natty. Auf jeden Fall. It's half natty approved. Sind jetzt hier eingecheckt im Radisson Blue Style Hotel, nennt sich das Ganze. Oh, Bro, Licht raus, Licht aus. Licht aus. Das ist nicht mehr half natty. Das ist nicht mehr half natty, Bro. Sehe ich flach aus. Bro! So. Ja, sind jetzt hier eingecheckt. Jetzt gibt's einen kurzen Tapetenwechsel. Alpha Minos noch trinken. Und dann würde ich sagen, checken wir mal Wien ab. Weiter geht's jetzt. Auf welchem Kanal? Wiener. Auf deinem. Auf Patricks Kanal, ja. Ich weiß nicht mal mehr. Ich bin easy müde, Leute. Ich habe nur 4 Stunden gepennt. Habe jetzt im Flugzeug noch ein bisschen Eckhart Tolle gehört, habe ein bisschen gedöst und bin ziemlich im Arsch. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare. Und schreibt natürlich auch wieder kreative Kommentare, denn die werden ja wieder von uns kommentiert. Bald. Besten Dank fürs Zuschauen. Willst du noch was sagen, Bro? Ja. Ja? Nächsten Freitag bin ich und Julia in L.A. Und dann, Montag, kommt der auch. Und der Brosep und seine Frau kommen auch. Wir machen geile Videos. Und oh, ich freue mich. Next level shit. Bis zum nächsten Mal. Peace. The fuck.